You can't be beaten off in your car, baby. It's a workplace. Yeah, thank you. Ja, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen peinlich und auch ein bisschen deprimierend, wenn man von einer Prostituierten darauf hingewiesen wird, sich doch hier bitte im Auto keinen runterzuholen, denn schließlich wäre das ja ihr Arbeitsplatz. Das ist ihre Arbeit, ja, sozusagen. Genau. Ja, und so geht das eigentlich die ersten 20 Minuten der ersten Folge hin und her. Also ganz normale Lebenskrisen eines Ehepaars mit zwei Kindern aus dem gut situierten Mittelstand. Doch dann ändert sich die Stimmung schlagartig und die Geschichte nimmt einen komplett neuen Verlauf, denn Marty wird nachts zu einer wichtigen Krisensitzung ins Büro gerufen. Hey, Mr. Hansen. Hey, Bruce. Hey, Marty. Dell just has a few questions. What's going on? Hey, Dell. Didn't know you were coming in town. You look good, Marty. Yeah, thanks. Where's my $5 million? Your what? Your $5 million? What's he talking about? Have a seat. When it's between you boys, it's your business. It's got nothing to do with me and my dad. Shut up, son. You run a clean shop. Thing. Other than the $100 million in drug money that you and your father collect, transport to these two gentlemen to launder. I'm clean to you. Listen, Dal, whatever money you're missing, I'm sure there's a perfectly good explanation. Stolen. That's my word. Sit down. Yeah. Mr. Del Rio, I swear we are not stealing from you. We log all of our weights. Check them. The numbers don't lie. You should tell it to him. From Chicago to Panama, Moscow to Tel Aviv, Marty Bird can make $100 million in dirty money disappear like spit on a hot skillet. Dell, der ein mexikanisches Drogenkartell leitet, unterstellt seinen Geldwäschern, Marty und Bruce, $5 Millionen abgezweigt zu haben und ist darüber natürlich etwas ungehalten. Das ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Zum einen haben wir das dem eher langweiligen und leicht spießigen Marty gar nicht zugetraut, dass er überhaupt Geldwäscher sein könnte. Zum anderen wäre es ja geradezu selbstmörderisch tollkühn, einen gefährlichen Drogenbaron um Geld zu betrügen, denn mit Dell ist nicht wirklich gut Kirschen essen. How do you do it, Bruce? Hey. Ransom's man picked up the shipment of cash along with whatever legitimate load. Air conditioners, subtract the weight of the cash from the weight of the trucks. We read the gas gauges. They'd read full when they were 5 gallons light. How much, Bruce? $8 million over 3 years. Okay. Ready. Marty had nothing to do with this. This is all me. I need you to understand. I would have never done any of this if I thought it would hurt you. And I'm... Let me just say goodbye to my kids. They're asleep and I'll just... leave them a message, you know? And they're confused. And worried about me. Hang on one second. I'll just leave a message. I'll tell them that I'm going away somewhere and that I'm gonna miss them. Die Lage scheint aussichtslos und jetzt passiert erneut etwas Bemerkenswertes, denn um sein eigenes Leben zu retten, hält Marty, das Finanzgenie, mehrere Minuten lang das Plädoyer seines Lebens. Improvisiert. Ja, und er kommt mit einer derart verwegenen Idee und einem so durchgeknallten Plan um die Ecke, von dem nicht nur Dell beeindruckt ist, sondern wahrscheinlich auch Marty selbst. 500 Millionen in 5 years.
question. You have 48 hours to get me my money. Okay. Cash. No financial instruments, no wire transfer, no cashier's checks, cash, all of it. Cash. I understand. After I have my money, you have another 48 to be on the road to the Ozarks. I want you to be ready to set up shop within a week. Yeah. And Marty, when I drive by your house, there better be a for sale sign on your lawn. Venganos, muchachos. Das hier ist nur ein Teil der ersten Folge des Piloten. Da passiert noch so einiges mehr. Aber das ist es im Grunde genommen, auf was wir uns hier eingelassen haben und noch freuen dürfen, nämlich auf 9 weitere Folgen. Für mich, ganz ehrlich, eine unglaublich gute, starke und straff inszenierte Serie, die nicht nur von ganz hervorragenden Drehbüchern getragen wird, was sich im Übrigen ganz besonders bei den sehr trockenen Humor in den Dialogen zeigt, sondern auch die durch die Bank mit wirklich glaubwürdigen Darstellern überzeugt. Zwar stiehlt Jason Bateman hier allen meistens die Show. Jason Bateman, der auch nicht nur Hauptdarsteller ist, sondern in 4 Episoden Regie geführt hat. Richtig. Eng verbunden mit der Show also. Also ich muss echt sagen, ich war schlichtweg begeistert, wie der aus dem Nichts quasi sozusagen von nackter Todesangst rüberwechseln kann in berechnendes Kalkül mit Pokerface. Also das ist schon ganz große Klasse, wie er das gemacht hat. Das habe ich ihm so gar nicht zugetraut, kannte ich gar nicht von ihm. Aber auch Laura Linney als seine Ehefrau Wendy, die spielt nämlich die gescheiterte Gattin, die gerade ihren Liebhaber hat sterben sehen und jetzt irgendwo in Missouri, in the middle of nowhere, eine konspirative Fassade aufrechterhalten soll. Super glaubwürdig und auch unglaublich intensiv. Ja, und man soll mal bloß nicht glauben, auf dem Land gäbe es keine schrägen Typen oder keine kriminellen Charaktere. Denn Marty hat es ab jetzt ja nicht nur mit dem mexikanischen Kartell und dem FBI zu tun, sondern zusätzlich noch mit sehr, sehr einfallsreichen Kriminellen aus der ländlichen Kommune. Auch die Nebenrollen sind starke und interessante Figuren, wie zum Beispiel der latent aggressive und depressive homosexuelle FBI-Agent Patty, gespielt von Jason Butler Hamer. Oder der brandgefährliche und bedrohliche Heroinhändler Jacob Snell, gespielt von Peter Mullen, kennen wir vielleicht noch aus Trainspotting oder teilweise auch aus Harry Potter. Und hier, um nur einige zu nennen, stellvertretend für die anderen großartigen Kollegen, die auch einen tollen Job gemacht haben. Was mir übrigens immer zu Beginn einer jeden Folge aufgefallen ist, das sind die 4 gezeichneten Symbole im O von Ozark. Das sind nämlich in jeder Folge 4 andere Symbole und die stehen sinnbildlich für ganz bestimmte Schlüsselszenen und Geschehnisse, die in der jeweiligen Folge passieren werden. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber ich habe nun mal ein Faible für solche Details und ich finde es großartig, dass die Macher der Serie sich die Zeit genommen haben, solche liebenswerten Feinheiten mit einzubauen. Ich mag vor allem auch solche Figuren wie Marty. Ein ganz normaler Mensch, der plötzlich erkennt, dass nichts in Ordnung ist mit seinem Leben. Auslösendes Element ist hier ja nicht etwa die Sache mit den Drogenhändlern, das kommt noch oben drauf, sondern dieses Video, das er sieht, wo seine Frau Dinge tut, die sie nicht tun sollte. Marty erkennt in dem Moment, dass sein normales Leben vorbei ist. Und jetzt muss er irgendwie damit umgehen. Jetzt muss er radikal darüber nachdenken, was ihm eigentlich etwas bedeutet. Und jetzt kann er seinem Leben ein Ziel geben und dann konsequent versuchen, das zu erreichen, egal was dazu nötig ist. Im Grunde eine Message an uns alle, ja, ohne dass uns diese 2, 3 blöden Sachen passieren, die uns zum Umdenken zwingen, denken wir ja gar nicht darüber nach, ob wir mit unserem Leben eigentlich das machen, was wir damit machen wollen. Also das geht in die Tiefe.
Und so beobachten wir hier voller Freude als Zuschauer, ob Marty aus der Scheiße überhaupt rauskommt, in die er sich da geritten hat. Das ist eine Figur, die hat sich in eine Ecke manövriert und nicht viele Handlungsmöglichkeiten übrig. Und aus allem, was er tut, folgen weitere Schwierigkeiten, aus denen er sich dann auch wieder heraus manövrieren muss. Man kann fast sagen, wenn er ein Problem gelöst hat, tauchen zwei neue wieder auf. Genau. Und diese Situation kommt uns natürlich irgendwie bekannt vor. Das erinnert, und Ozark wurde oft verglichen mit Breaking Bad. Die Ausgangslage der Hauptfigur ist einfach ähnlich. Ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, begibt sich in die Welt des Verbrechens, vermeintlich, um seine Familie zu retten, aber in Wirklichkeit, um sich selbst zu retten. Am Ende von Breaking Bad sagt Walter White zu seiner Frau Skyler: Mir hat's gefallen. Ja, das ist es im Grunde, was passiert. Hier ist eine Figur, die vor der Entscheidung steht, ihr Leben in eine Richtung zu bringen, die ihr eigentlich gefällt. Und das hat mir hier von Anfang an in der Serie gefallen. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Breaking Bad und Ozark. Walter Whites besondere Eigenschaft, die ihn in die Lage versetzt, jetzt hier sein Leben in den Griff zu bekommen, ist, dass er als Chemiker und Chemielehrer Crystal Meth herstellen konnte. Marty, was ist Martys Eigenschaft? Er ist dieser Finanzjongleur, der irgendwie auch spontan, auch improvisiert aus jeder Lage rauskommt. Das ist aber noch gar nicht der wesentliche Unterschied. Ich denke, die Serie Ozark hat vor allem ein anderes Tempo als Breaking Bad. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, Ozark ist da etwas ruhiger angelegt, nicht ganz so abgedreht. Ich mag ja abgedreht, Ozark trotzdem eine gute Serie. Die ist wie Breaking Bad auf 5 Staffeln angelegt. Im Moment steht die Bestätigung für die 2. Staffel noch aus, aber wir gehen davon aus, dass es dazu kommen wird. Auf jeden Fall wird Jason Bateman wahrscheinlich nur in den ersten beiden Folgen Regie führen. Er will sich da dann doch ganz auf das Spiel konzentrieren. Die Pläne sind schon gemacht. Und wir hoffen auf eine 2. Staffel. Dann vielleicht eine 3., 4., 5. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.